Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Fantasy Live. Und wir müssen zurück in den Wald und hier diese, wir haben ja in der letzten Folge diese Karozilla weggebracht, was ja eine Quest von mir war. Und jetzt müssen wir halt weiter in den Versammlungsstein suchen. Ah, Verdammnisstein finden, den diese Gangster uns einfach entwendet haben. Das geht ja gar nicht, so weit macht man nicht mit uns. So, ah ja, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir wieder ein bisschen Blumen mit. Nö, heute mal nicht. Brauch nicht alles. Renn, Balui, renn! Die Welt, ne? Die ist schon ziemlich geil. Also ich finde, es sieht einfach richtig cool aus. Ich finde es echt schön gemacht. Irgendwo habe ich in der Rezension gelesen, dass das wohl auch schon mit dem mit dem normalen 3DS hätte funktionieren müssen. Nein, was sage ich? Dem normalen DS. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich finde diese Grafik einfach viel zu aufwendig. Das geht nur mit dem 3DS. So, jetzt gehen wir mal hin. Hier ist das Lager der Paladine. Ich frage mich, wo er eingeschlagen ist. Ich habe ihn irgendwo hier in der Nähe fallen gehört. Warum fragen wir nicht einfach den Paladin dort? Verzeihung? Das ist ja wirklich inakzeptabel! Aufwachen! Prinzessin, bitte vergib mir. Was? Hä? Ein Schmetterling? Das ist ja seltsam. Ich dachte, ich hätte die Prinzessin gehört. Ich bin sicher, dass du nur geträumt... ich bin mir sicher, das hast du nur geträumt. Aber egal, wo ist der Verdammnisstein? Wenn ich es euch verrate, versprecht ihr dann niemandem etwas über mein Nickerchen zu erzählen? Überquert einfach die Brücke dort und ihr werdet den Krater des Verdammnissteins sehen. Vielen Dank. Keine Ursache, ich... Moment mal, wieso spricht dieser Schmetterling mit mir? Ja... Da würde ich mir auch mal Gedanken drüber machen. Eher aber, warum ich im Dienst schlafe. Ist das der Krater des Verdammnissteins? Das kann nicht sein. Sucht ihr nach dem Krater des Verdammnissteins? Das hier ist er nicht. Wirklich nicht? Der Verdammnisstein ist genau da drüben eingeschlagen. Oh, so ein Trottel. Da. Und was ist das hier? Es hat hier genau die Form eines Menschen. Ehrlich gesagt haben wir keinen blassen Schimmer. Vielleicht ist auch ein Mensch vom Himmel gefallen. Pff, ja genau. Ich habe noch nie gehört, dass jemand in den Wolken lebt. Du etwa? Stimmt, wie albern. Jemand soll aus den Wolken gefallen sein? Na, ein bisschen verrückt. Na egal, wo ist der Verdammnisstein? Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Der Verdammnisstein wurde bereits von Professor Hugos Gehilfen abgeholt. Oh nein, wir sind extra hierher gekommen. Ja, den weiten Weg. Ganz recht, Bursche. Wo ist der Verdammnisstein? Ich muss umgehend Proben nehmen. Professor Hugo, keine Sorge, mein Herr. Deine Studenten haben ihn bereits abgeholt. Deine rechte Hand und deine linke Hand haben sich darum gekümmert. Was willst du damit sagen? Ich habe gar keine Studenten. Aber was soll das heißen? Hat man mich reingelegt? Oh, das ist aber gar nicht gut. Der Verdammnisstein darf unter keinen Umständen in die Nähe von Monstern gelangen, sonst... Was passiert denn, wenn Monster in der Nähe eines Verdammnissteins kommen? Was ist das? Höre ich Feen? Oh, euch kenne ich doch. Ihr seid doch die mit dem Dachschaden. Was ein Wortwitz. Seid ihr nur zum Gaffen hier? Das würde ich nie tun. Was für eine Unverschämtheit. Ein sprechender Schmetterling ist in der Tat ein seltenes Exemplar. Und dazu noch ein gaffender Schmetterling. Du bist wirklich etwas Besonderes, was? Mit einem Mann, der mich als Gaffer bezeichnet, da habe ich nichts zu bereden. Ganz schön herablassen für einen Schmetterling. Na egal, das Wichtigste ist der Verdammnisstein. Soldaten, wir müssen dieses Diebesblue schnappen. Sie können nicht weit sein. Jawohl, mein Herr! Wenn ihr sie findet, lasst es mich wissen. In Ordnung? Ja, tschüss. Tschüss. Und weg ist er. Es ist Zeitverschwendung, sich mit solcher Person zu tanken, glaubt mir. Kennt ihr euch? Nun ja, man könnte sagen, ich habe von ihm gehört. Balui, lass uns auch suchen gehen. Unfähig. Ah, hier kommen wir nicht durch. Da hinten ist so ein Abdruck von einem Menschen, seht ihr das? Was da wohl passiert ist. So, jetzt sehen wir aber erstmal... Oh, das sind Äpfel. Äpfel! Schließlich will ich ja irgendwann mal Apfelkuchen machen. Oder Mille Foyille oder so. Ob es das hier gibt?
ob man hier Mille vor Jille backen kann. Wäre schon cool irgendwie. So, aber die Gangsterhöhle, ja, die verstecken sich hier unten. Aber wir müssen erst noch so komische Viecher hier wegmachen. Zack und zack. Das ist ein lahmes Schwert, ey. Also so richtig Spaß macht das jetzt noch nicht hiermit. Wobei, es macht schon sau viel Schaden, ja. Das will ich gar nicht abstreiten. Was steht da für ein Schild? Zutritt verboten. Das ist ja komisch. War dieses Schild schon immer hier? Ein furchtbares Gekritzel. Und dieser Mann in der Zeichnung kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte, ich weiß nicht, was Sie meinen. Ja, wir interessieren uns da jetzt einfach mal nicht für und gehen trotzdem rein. Grotte der Haniwa. Haniwa. Schöner Name. Mein kleiner Mampfi, was ist denn los mit dir, Junge? Sitz, Mampfi, sitz. Bei Fuß, Platz, Pfote. Ja, weiß auch nicht, was er sagen soll. Nein, Mampfi, was machst du denn? Autsch, das Ding hat mich gebissen. So, tu doch was, Butch, das ist dein Haustier. Mampfi ist ein guter Junge, er beißt nie. Das wird er nie tun. Baloui, lass uns gehen. Was haben die denn da schon wieder für Probleme? Oh, Kupfer. Oh, du hast Schiffen noch nicht erlernt. Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Das wird erstmal der nächste Beruf, den ich lernen werde. Weil, wenn man sonst alles doppelt machen muss. Oh, meine beiden Freunde. Dieses Biest, es wollte mich bei lebendigem Leib fressen. Es will doch nur spielen, Bruderherz. Nur spielen? Das ist eine tobende Bestie. Und warum hat es so eine seltsame Farbe? Es sieht tatsächlich ein bisschen dunkel und schattig aus. Oh, Mampfi. Was ist nur mit dir passiert? Ah, sei doch nicht so eine Heususe, Butch. Es ist sicherlich nur eine schlimme Erkältung. Bald wird er wieder ganz der Alte sein. Komm schon, wir müssen weiter. Wenn wir hier bleiben, finden sie uns sicher. Lass ihn erstmal hier. Wir sind schon da. Ihr könnt nicht lesen? Könnt ihr nicht lesen? Auf dem Schild steht Zutritt verboten. Was ein Gekritzel. Ich konnte die Wörter nicht entziffern. Wir haben ja nicht zur Belustigung von doofen Schmetterlingen gemalt. Ich hab euch doch schon in Castell gesagt, ihr sollt euch um eure eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich warne euch, bleibt weg, sonst bekommt ihr es mit mir zu tun. Oh, will denn niemand meinem armen Mampfi helfen, wieder normal zu werden? Ich würde alles tun, alles. Behauptet nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Oh. Komm schon, Butch, verschwinden wir. Ja, Bruderherz. Okay, da müssen wir also jetzt hier die Welt retten. Gucken wir erstmal, was hier los ist. Gibt's hier eigentlich irgendwas Cooles? Ich meine, das ist eine Höhle. Gibt's hier Schätze? Ja, da ist ein Schatz zu. Ha, und da hinten ist noch einer, da muss ich über den Fluss drüber. Da komme ich wahrscheinlich hin, wenn ich das Vieh bekämpfe. Ein Heiltrank. Ja, da kann man sich jetzt schlechteren Loot wünschen. So. Aber was ist hier los? Oh, das sieht nicht freundlich aus. Der Dino-Drache oder was auch immer das ist. Was ist das? Ein Monster, umhüllt von seltsamen Schatten. War der Forscher deshalb so besorgt? Wir wollen keinen Ärger. Wir wollen doch nur den Stein. Wow, voll aggressiv. Ach du lieber Himmel, das war knapp. Ich glaube, hier hilft kein Verhandeln. Wenn Hugo recht hat, können wir nur versuchen, ihm eins über die Rübe zu ziehen, bevor es durchdreht. Das ist leichter gesagt als getan. Wenn ich nur in seine bösen Augen blicke. Warte. Ist es wütend oder traurig? Findest du nicht auch, dass es eher gequält als wütend aussieht? So als würde es gar nicht gewalttätig sein wollen. Als ob eine seltsame Macht es dazu zwingt. Könnte das die Auswirkung des Verdammnissteins sein? Hey Baloui, versuch den Verdammnisstein zu zerstören. Ihn zerstören? Aber er ist doch ein wertvolles Forschungsobjekt. Glaubst du wirklich, ist es Zufall, dass das Monster die gleiche Farbe wie der Stein hat? Nee, ich glaube nicht. Das Monster oder der Verdammnisstein angreifen. Wir haben keine Zeit zu entscheiden, was besser ist. Baloui, du musst etwas tun. Ja, ich mach den Stein kaputt. Das ist auch viel, weißt du nicht, dass Peter nachher hier bei mir vor der Tür steht und mich wegen, was weiß ich, Tierquälerei oder so anklagt. Nicht den Dino töten. Ich bin schon gleich fertig mit dem Stein. Kann sie noch Stunden handeln. Jetzt ist es kaputt. Hör auf, den Dino zu töten. Nicht den Dino töten. Wow, das war knapp.
Sieh mal. Was ist das für ein Tier? Alles klar. Ich kann es nicht fassen. Es waren tatsächlich die Auswirkungen des Verdammnissteins. Flatterling, du scheinst sehr viel über Verdammnissteine zu wissen. Was? Ganz und gar nicht. Ich hab nur kombiniert. Sieht so aus, als hätte Flatterlings scharfer Verstand und der Mut von Baloo die Bestie gerettet. Schau mal alle her. Seht ihr, wie hübsch der Verdammnisstein jetzt ist? Der Stein ist in Wirklichkeit so etwas wie ein Schatz. Hehe, ich wusste, ihr geht etwas Seltsames vor sich. Das gekritzelte Zutritt vom Botenschild und die Fußabdrücke draußen, als ob sie allen sagen wollen, hier ist der Verdammnisstein und kommt und holt ihn euch. Also, wo ist mein Verdammnisstein? Wir haben ihn zerstört. Was? Ihr habt ein kostbares Wissenschaftsartefakt zerstört? Wir haben ihn zerstört. Das hier ist übrig geblieben. Das ist der Verdammnisstein, den ihr zerstört habt? Versuch nicht, mich aufzuhalten, Bruderherz. Mir ist ganz egal, ob du mein Bruder bist. Mich kann nix und niemand aufhalten. Auch wenn es bedeutet, dass ich den brüderlichen Eid brechen muss. Ich muss Mumpfy retten. Das werde ich nicht zulassen, Butch. Nein, ich werde nicht zulassen, dass du alleine gehst. Mit anderen Worten, ich gehe mit dir. Bruderherz. Mhm. Ah! Professor Hugo, das sind die Diebe, die uns den Stein geklaut haben. Butch, lauf. Warte, Bruderherz. Hä? War das eben Mumpfy? Mumpfy! Du dummes Vieh! Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Was um alles in Riviera geht hier vor? Offenbar ist Mumpfy dem Stein zu nahe gekommen und ist deshalb durchgedreht. Ein Schatten legte sich über ihn und er fing an, Leute anzugreifen. Das war ganz schön erschreckend. Doch als Baloo den Stein zerstört hat, ist er wieder ein niedliches Haustier geworden. Solch eine Lösung ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, da sie weit unter meinem Niveau liegt. Und dieses hübsche Fragment blieb zurück. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss zurück zum Schloss. Ihr da, macht euch nützlich und bringt dieses Fragment mit zurück. Wenn ihr nichts weiter zu tun habt, räumt die Trümmer weg, die den Weg in den Westen blockieren. Jawohl, Sir! Gut, heute Morgen wart ihr beinahe erschlagen worden und nun habt ihr einen verdammten Stein neutralisiert. Dafür gebührt euch der Wissenschaftspreis für glückliche Zufälle. Einen schönen Tag auch. Auf zum Schloss! Alter, was ein Schnösel. Blöder Typ. Was für ein komischer Kauz. Der Wissenschaftspreis für glückliche Zufälle. Macht der Witze? Ich lach mich kaputt. Hä? Wie war das? Du fragst einen Jungen nach seinem Namen? Nun ja, ich denke, ich könnte ihn dir sagen. Es ist nur so, wie wäre es, wenn du mich Blaumütze nennst? Es ist nur so mein echter Name. Er passt im Moment einfach nicht zu mir. Vergiss, was ich gesagt habe. Vielen Dank, dass du mir heute geholfen hast. Ey. Haut der einfach ab? Was für ein seltsamer Junge. Könnte er? Nein, vergiss es. Ich freue mich sehr, dass ich den Verdammnisstein sehen konnte. Alles klar. Baloo, lass uns nach Hause gehen. Ich hoffe, das Dach ist bereits repariert. Gut, da ist noch eine Kiste. Erstmal dicken, fetten Loot mitnehmen. Hallo, Loot. Meins? Ein Sack voll Kupfer. Ja, den kann man bestimmt teuer verkaufen. Oder vielleicht irgendwann selber einschmelzen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber das ist auch so. Kann man vielleicht verarbeiten. Hier geht's hoch. Wow, okay, da oben sind nur Edelsteine. Ich dachte, da wäre vielleicht noch irgendeine Kiste. So viel Glück haben wir nicht. Na, und ihr? Freut ihr euch? Ja, habe ich gut gemacht, ne? Ein Danke wäre angebracht, aber was soll ich von Ganoven auch erwarten? Hier in der Hauptebene gibt es auch noch ein paar richtig fiese Gangster. Ja, also nicht nur so Waschlappen wie die. Was haben wir denn noch für Quests für unsere Berufskategorie mit voller Kraft? Ah ja, ich muss noch 10 mit dem großen Schwung. Und ich muss noch 5 Karottiere töten. Dann haben wir alle Quests hier in der Region geschafft. Das sollten wir ja wohl noch machen können. Wir müssen nur Karottiere finden. Soweit ich weiß, sind da oben welche. Genau. Und irgendwie ein maskiertes Karottier. Aber ich muss... Wieso hat der keine Lebensanzeige? Ach so, genau, weil ich den nicht anvisiert habe. Zack. So, okay, jetzt müsste ich nur meinen Schlag noch aufladen. Nein, ich habe das... Nein, aufladen. Ein bisschen doof, dass das nicht immer funktioniert mit dem Aufladen. Aber egal. Wir müssen noch 3 töten.
Oh, Schmetterling. Weißer Schmetterling. Man kann nämlich die Insekten, ähnlich wie in Animal Crossing, einfach mitnehmen. Ich muss ja auch noch so einen königlichen Grashüpfer für diesen komischen Jungen finden. Na, eine Biene nicht. Die lassen wir mal in Ruhe. Ich glaube, die ist aggressiv, wenn man jetzt zu nahe kommt. Die Tiere hier interessanterweise nicht. Ah, wo waren denn noch Karottiere? Ich meine, ich will mal, wo ist er? Ne, so Schäfchen. Oben auf der Insel waren die, glaube ich, noch. Müssen wir nur wieder hochgehen. Aber da sind ja auch diese Dinos. Ihr kriegt mich alle nicht. Hahaha. Okay, vielleicht sollten wir mal ein bisschen kämpfen. Ich meine, wir brauchen ja auch noch ordentlich Level. Ist ja nicht so, als wenn man die Level hier in diesem Spiel geschenkt kriegt. So, jetzt laden wir nochmal den Schlag auf. Dann sollten wir auch gleich die Quest geschafft haben. Das wäre ganz toll. Bam! Okay, eins. Nein, nicht töten. Wartet. Aufladen und. Bam! Jawohl, mit voller Kraft abgeschlossen. Sehr nice. Damit haben wir die Quest auch fertig. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Karottiere töten. Oh, hier sind noch mehr Dinos. Hallo, Dinos. Ach, kommt schon. Lasst mich doch mal in Ruhe. Ich tue doch gar nichts. Also, außer ich mit dem Schwert vermöbeln. Aber stell dir nicht so an. Da muss man durch. Und Baloo hat Level Up. Genau das wollte ich doch erreichen. Dass ich hier ganz fleißig vorankomme. Toll, jetzt hat er nicht wirklich noch... Oh, es wird Nacht. Irgendeine Wache hat doch gesagt, dass nachts die starken Monster rauskommen. Das hier wäre jetzt nicht so toll. Komm her. Ey. Nicht deine Freunde rufen. Komm her und stirb einfach. Aua. Ich habe gesagt, stirb. Ich brauche noch Möhren. Ich brauche noch ein bisschen Möhrensalat. Oh, Äpfel. Na, die nehmen wir immer mit. Weil die sind schon... Na, ich weiß gar nicht, ob ich die da eine Quest für habe. Aber irgendwo brauchen wir mal ganz viele Äpfel. So, kommt her. Ihr komischen Möhren. Ich glaube, das reicht nicht. Ich befürchte, das sind zu wenig Möhren. Aber... Oh, Großschwert Level 2 heißt er jetzt, kann schneller oder besser angreifen. Aua! Hat er mich jetzt wirklich gekrittet? Meine Nerven. Okay, so. Was brauchen wir jetzt noch an Quest? Gucken wir mal, ob diese Maskierten überhaupt zählten. Nein, zählten natürlich nicht. Ich muss noch 3 Möhren töten. Na toll, wo soll ich die herkriegen? Kommt, ihr süßen Möhren, kommt zu Papa. Da oben ist nur gleich das... warte mal. Da ist der Dino, aber wir müssen ja das... Habe ich das Ei eigentlich schon geklaut? Ich bin ja gerade nicht mehr so sicher, ob ich dem das Ei schon entwendet habe. Na, hier ist auf jeden Fall kein Dino und kein Ei. Also, anscheinend ja. Nur irgendwie sind nicht genug Möhren da für alle. Ja, dann die Monster respawnen, ja, wenn man die Ebene verlässt und wieder reinkommt. Dann mache ich die Quest einfach beim nächsten Mal mit. Was soll's? Es wird jetzt auch bald so sein, dass Fantasy Live täglich kommt. Und ich hoffe, genau wie Tomodachi dann wieder täglich. Weil ich dann einfach wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Das Ganze wird dann so ab, ich sag mal, Sonntag oder Montag spätestens wieder alles täglich kommen. Da könnt ihr schon mal drauf freuen. So, jetzt gehen wir erstmal unseren Rang ableveln, also abholen, dass wir ein bisschen bessere Fähigkeiten lernen. Weil mit jedem Level-Up bekommt ihr auch neue Fertigkeiten dazu, dass ihr einfach besser aufs Maul hauen könnt und so. Jetzt müssen wir nur zu unserer Söldner-Gilde, die ich jetzt gerade gar nicht weiß, wo die ist. Wo war die nochmal? Na toll. Weiß ich jetzt ernsthaft nicht mehr, wo die Söldner-Gilde ist. Scheiße. Wozu habe ich die Karte? Und zwar zum Meisterreisen. Yo, ich kann ja direkt zum Lebensmeister reisen. Sehr gut. Ach, so einfach geht's. Stimmt ja. Julia? Wo ist der Meister? Hallo, Meister? Meister? Ach, da. Hey, Meister. Schön, dich zu sehen, Baloo. Hat so fleißig deine Fertigkeiten ausgefallen. Nun, was hast dich heute hergebracht? Also, einmal bitte berichten. Du bist wohl fleißig gewesen, Kleiner. Werfen wir einen Blick auf deine Leistung. So, jetzt kommen hier alle die ganzen Quests. Bla bla bla. 250 Sternchen. Und das reicht für einen neuen Rang. Und aus Anfänger Baloo wird... Lehrling Baloo. Yes. Das habe ich mir auch verdient. Und eine neue Technik erlernt. Schockwelle.
Glückwunsch, Leiner. Du hast es endlich zum Lehrling geschafft. Bis du ein weltberühmter Söldner wie ich wirst, vergeht noch viel Zeit. Aber gib nicht auf, ja? Sehr schön. Coole Sache. So, was will Julia? Nee, mit der reden wir später, würde ich sagen. Oder in einem anderen Video oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall würde ich sagen, für heute war es das erstmal. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn dem so ist. Und schaltet vor allen Dingen auch heute ist Samstag, Sonntag. Ja, vielleicht morgen, spätestens aber am Montag wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie spannend es hier in der Hauptstory weitergeht. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, haut rein, Leute, und macht's gut. Tschüss.